Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber und wie von euch gewünscht haben wir heute den Hades Blaster aus der Nerf Rival Serie. Also wieder ein großer böser Blaster, mit dem wir dann Kugeln statt Pfeilen rumschießen können. Wie man hoffentlich hier vorne schon drauf sehen kann, ein ziemlich großer Blaster, freue mich auch schon ihn auszupacken. Aber wie man eventuell auch schon weiß, das hier ist eine Artemis, die habe ich auch schon mal vorgestellt. Da gibt es eventuell einige paar Gemeinsamkeiten, nur eben das ist ein bisschen größer. Kommen wir auch noch zu. Und das kennen wir schon auf der Rückseite vom Karton, alle knallen sich wieder gegenseitig ab, haben aber auch gar keine Chance gegen uns, denn wir haben dann am Ende diesen Blaster hier und dann gibt es kein Halten mehr. Wir haben sogar diesmal 60 Bälle mitgeliefert, was echt eine gute Anzahl ist. Ach, verdammt! Da sprichst du einmal vom Teufel und er so gleich, guten Abend, hier bin ich. Also da haben wir auf jeden Fall schon die 60 Bälle, wie schon gesagt. Noch sind sie hier drin gefangen, aber sobald ihr aufmacht, ist die Hölle los, weil die kriegt man überall hingestreut und dann auch nie wieder. Also passt auf, die rollen weg, haben Bälle so an sich. Außerdem, was auch gleich wegkommen kann, ist hier die Bedienungsanleitung, denn ich brauche die natürlich nicht. Wisst ihr, was man machen kann? Das Licht aus. Wäre auch praktisch. Ist jetzt sowieso egal. Wir filmen sowieso mit einer neuen Kamera. Kann nur schief gehen. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal diese typischen Fahnen. Kann ich später auch nochmal auspacken. Wir haben eben einen weißen Blaster und dazu eben entweder eine blaue oder eine rote Fahne, um dann anzuzeigen, in welchem Team wir sind. Ich bin auf jeden Fall im gleichen Team wie der Typ, der so einen Blaster hat. Denn wie bereits gesagt, ein großes Teil. Wir sehen also hier schon perfekt aufgebaut. Wir brauchen nichts zusammenschrauben, was mich persönlich schon mal sehr erfreut. Einfach nur noch auspacken mit so ein paar Pappschnüren. Ist ja gar kein Hindernis. Schwupps! Nicht vergessen, es gibt immer noch ein extra beim Karton. Das letzte Mal, die Artemis, ein wunderbarer Rival Blaster, fand ich war der beste mechanische Blaster, den man haben konnte von Rival. Einfach nur, weil man 30 Bälle drin hat, man kann die hier drin lagern, man hat hier 4 Läufe. Das dreht sich dann und man kann die Bälle einfach wegschießen. Das ist praktisch wie so ein kleines Maschinengewehr, das allerdings immer noch auf Muskelkraft beruht, sehr klein und handlich ist. Ja, Bullshit, wir haben jetzt das Ding hier. Wir haben also praktisch die riesige Variante, wo dann insgesamt 60 Pfeile rein, wo dann insgesamt 60 Bälle reinpassen, nämlich 20 in jeder Röhre hier. Das sind nämlich schon perfekt eingebaute Magazine. Man kann ja solche Dinge haben oder auch noch längere Magazine, die man dann immer auswechseln muss. Hier ist das nicht der Fall. Man hat das hier schon gleich in diesen Röhren und kann dann hier einmal dran ziehen, ganz nach unten schieben und die dann hier reinfallen lassen. Dann wieder nach oben. Und dann wäre man auch bereit zu feuern. Also die Schulterstütze könnte ein bisschen länger sein, aber man muss schon ziemlich weit nach vorne greifen, um eben an diesen Ladegriff hier vorne ranzukommen. Und der ist auch sehr eckig, sehr breit, eben eher für die Größeren geeignet. Auf jeden Fall ist der Blaster für die Größeren gemacht. Der ist auch erst für die ab über 14-Jährigen empfohlen. Aber ich muss schon sagen, dass der Griff hier wirklich sehr breit geraten ist und auch irgendwie so hier oben verengt er sich, ja. Und dann landet man immer genau da an den Kanten. Das nervt ein bisschen. Okay, sind wir schon mal gleich bei Sachen, die mich nerven. Also dieser Griff war schon bei der Artemis so, musste man nicht unbedingt nochmal machen, aber gut, zumindest sind sie sich ja treu geblieben. Wisst ihr, was ich dafür sehr gut finde? Den Griff hier. Der ist nämlich sehr schön groß, eben auch hier wieder für die Erwachsenen, für die Größeren und vor allem auch sehr komfortabel. Also genau irgendwie die richtige Größe und vor allem, da muss ja kein Magazin reingesteckt werden, wie das bei anderen Blastern war, wie der Hera zum Beispiel. Ich musste gerade überdenken, ich benutze die Namen von den Rival Blastern so selten, dass sie mir alle gleich wieder entfallen. Und außerdem ist der Blaster ziemlich schwer, muss man sagen. Also das ist, wie gesagt, kein kleiner Blaster. Das ist schon was Ordentliches, dem muss man sich bewusst sein. Ihr habt bestimmt ein paar Blaster zu Hause. Hier hinten ist eine Blasterwand. Guckt mal nach, was das Ding so im Vergleich für eine Größe hat. Das ist schon echt nicht schlecht, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, eine Menge Munition passt rein. Und wir haben auch hier wieder dieses Feature. Wir haben 4 Läufe mit drin. Mit dem unteren wird gefeuert, während die oberen einfach nur nachgefüllt werden mit hier diesem Magazin. Kann man auch, wie gesagt, sehr schnell nachladen. Einfach nach hinten ziehen. Das hält dann auch, wenn ihr es bis ganz nach hinten schiebt. Man kann es auch hier in der Mitte lassen, aber dann besteht die Gefahr, dass es eventuell wieder nach vorne rollt. Auf jeden Fall bis ganz nach hinten, Munition einfach reinwerfen. Auch was ihr auf dem Boden findet, einfach rein damit. Nimmt doch nicht allzu viel Platz weg. Ich finde, dass es hier sehr platzsparend und sehr einfallsreich gemacht wurde. Besonders wir haben wirklich eine Menge Platz für die Munition. Wir können schnell nachladen. Mal gucken, ob wir auch schnell schießen können. Gut, ich habe mich vielleicht ein bisschen übernommen. Das dauert doch schon eine ganze Weile, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass hier diese ganzen Röhren so eng sind. Das heißt, man muss die Bälle schon so reindrücken. Die können nicht einfach so reingeschmissen werden. Nehme ich also wieder zurück. Braucht man schon ein bisschen Übung für, aber trotzdem noch sehr viel schneller als ein Magazin rauszunehmen, dann aufzufüllen, dann wieder reinzustecken, dann weiter zu feuern. Außen, wie gesagt, hält hier eine Menge mehr Munition drin. Das heißt, wenn man das einmal im Vorhinein vorbereitet, hat man auch gleich viel bessere Karten. Jetzt wird mir aber auch langweilig, jetzt mach hin. Falls wir Ladehemmungen haben, können wir das natürlich aufmachen, hier dann die Bälle wieder rausnehmen, aber das ist jetzt nicht mein Anliegen. Übrigens, wenn wir nicht schießen wollen, dann können wir hier diese Sicherung nach unten bewegen und da kann man auch nicht mal mehr den Abzug ziehen. Wenn wir es nach oben machen, können wir damit auch Spaß haben. Also einmal zurückziehen, nach vorne, feuern. Ihr habt also gesehen, der ging gleich wieder zurück.
Man kann also, falls man verfehlt, gleich den Ball zurückhaben und dann nochmal abprallen lassen, um dann den Gegner zu erwischen. Wer weiß, vielleicht ist das sogar eine Taktik. Auch hier kann man jetzt den Blaster anlegen an die Schulterstütze. Also man kann die Schulterstütze an die Schulter anlegen, so war das gemeint. Und das ist natürlich nochmal sehr viel praktischer, weil bei der Artemis hatte ich mich beschwert, dass man nicht besonders gut zielen kann, wenn man die ganze Zeit beim Nachladen hin und her wackelt. Hier haben wir das natürlich noch ein bisschen einfacher und wir können auch ganz einfach hier so quer rüber zielen. Wir haben weder Kimmer noch ordentliches Korn, aber so Pi mal Daumen kann man halt abschätzen, wo der hinfliegt. Jetzt ein bisschen auch Dauerfeuer machen. Wir können den Abzug gedrückt halten. Ich beschieße mich hier mal mehr selbst als die Wand da hinten. Gut, also wenn man verfehlt, kann man eventuell auch selbst getroffen werden durch seine eigenen Kugeln. Aber das spricht natürlich für die Kraft dieses Blasters. Ich hoffe mal, dass es wirklich dafür spricht. Rumtouren kann man mit dem Ding vielleicht nicht ganz so sehr, aber dafür macht es definitiv Spaß, so in der Ecke zu schießen und ordentlich rauszuhauen. Weil wir haben auch andere Blaster wie die Hera. Nein, nicht die Hera. Ich meinte die Helios oder die Apollo, wo du oben immer so nachladen musst und da hast du einen Schuss frei. Hier kannst du, sobald du anfängst zu schießen, auch eine Weile lang so schießen lassen. Besonders eben, weil du auch hier siehst, wie viel Munition du noch übrig hast. Das geht hier Stück für Stück weg, dann wird hier angefangen und auch hier kannst du wieder, wie bei der Artemis Time, aha, da ist schon mal die erste Röhre weg, die zweite jetzt auch. Die letzte hebe ich mir auf für den taktischen Rückzug, wenn ich schießend wieder zurück in mein Lager gehe zum Nachladen. Also so finde ich das schon mal sehr praktisch und der Blaster finde ich schon mal so, ist ein bisschen besser als die Artemis, einfach nur weil mehr Munition und jetzt ist das auch ein ordentlicher Hauptblaster. Man kann damit immer noch rumturnen, man kann sich das Ding auch umhängen, hier zum Beispiel über diese Öse oder das hier oder keine Ahnung, man kann sich bestimmt noch umhängen und dementsprechend auch nochmal gar nicht mal schlecht. Wie mein Opa sein großes Kompliment aussprechen würde, nicht ganz schlecht. Besonders finde ich hier auch die Schulterstütze gut, eben nicht nur, weil man nicht mehr so viel verfehlt und rumwackelt, sondern eben auch, weil sie schön weit weg von der ganzen Mechanik ist. Weil die knallt, die ist laut, hier ist mein Ohr schön geschützt. Das tut tatsächlich weh, wenn ich die Querschläge abbekomme. Ich demonstriere mal kurz mit der blauen Flagge, die kann man hier nämlich einmal ranmachen an diese Öse und dann weiß jeder, aha, Team Blau. Dann können wir auf den erstmal schießen. Im Vergleich zu den anderen Blastern, wo man sich von vornherein entscheiden musste, sammle ich jetzt blaue oder sammle ich rote Blaster. Hier hat man dann definitiv mehr Optionen übrig. Man kann sich auch beide Flaggen mitnehmen, wenn man irgendjemanden verarschen will, geht das auch. Man kann dann mittendrin einfach das Team wechseln. Die meisten mechanischen Rival Blaster haben ja so eine kleinen Magazine oder 12er Magazine höchstens, sagen wir maximal 20. Das ist ja ein feuchter Furz gegen das hier. Also damit kannst du kontinuierlich 60 Bälle abschießen, ohne überhaupt nochmal aufzumachen und nachzuladen, ohne Magazin zu wechseln, ohne reinstopfen zu müssen. Du hast hier einfach eine sehr gute Schussgeschwindigkeit und unglaubliche Massen an Munition. Und da kommen die meisten einfach nicht ran, es sei denn, man hat wirklich einen vollautomatischen elektrischen Blaster. Und trotzdem würde ich sagen, dass der hier noch eine gute Chance hätte. Na gut, kostet ein bisschen mehr Anstrengung, aber dafür ist es auch umso belohnender und vor allem macht der Blaster sehr viel mehr Spaß. Außerdem kostet es nichts, den Blaster nochmal abzufeuern, weil eben keine Akkus drin sind. Aber das nur am Rande. Au! Oh! Wobei man auch sagen muss, dass 30 Bälle hier drin auch nicht schlecht sind. Das ist ja immer noch mit eins der höchsten Munitionsangebote, die man haben kann. Trotzdem noch ein sehr kleiner handlicher Blaster. Ich meine, dass der hier ein bisschen mehr Liebe braucht. Und wenn man jetzt erstmal so in Rival einsteigen möchte, und so noch nicht weiß, ob man so einen großen Blaster braucht, kann man sich ruhig das hier holen. Ist vollkommen ausreichend. Man kann sich auch eine Hera holen, wenn man möchte, einen elektrischen Blaster. Aber wenn man auf mechanische Blaster steht, das hier ist somit der beste. Wenn man allerdings ein bisschen ernster machen möchte, wenn man was Großes braucht, da kann man gleich zu Hades wechseln. Ist jetzt auch ein bisschen peinlich. Normalerweise schieße ich mit den Blastern rum, bis sie leer sind und dann mache ich weiter mit dem Video. Aber hier ist so viel Munition drin, das lohnt sich gar nicht. Ich weiß was, wir machen einen Schusstest und schießen da den Rest der Munition weg. Ich habe recht hohe Erwartungen für diesen Blaster, deswegen schön angewinkelt schießen. Mal hoffen, dass wir ungefähr auf 30 Meter oder mehr kommen. Wäre schon schön. Und dafür sind auch noch relativ viele von den Bällen am Maßband gelandet. Hier wäre der erste bei 21,60 Meter. Auch recht weit zur Seite. Wir bleiben mal bei denen hier, die nah am Maßband waren. 22,50 Meter. Zwei Stück gleich bei 23,40 Meter. Hier haben wir drei auf einmal bei 24 Meter bis 24,60 Meter. Und so weiter. Der erste, den ich hier nah finden kann, ist bei 25,70 Meter.
Wir haben jetzt also einen Ball da vorne bei 25 Meter irgendwas, eine ziemlich gute Reichweite an sich. Aber was ich nicht gezeigt hatte, da links war noch einer, da rechts war noch drei, ungefähr auf der Höhe, allerdings ein bisschen weiter abgedriftet. Das heißt, der Blaster ist schon relativ genau auf so eine Reichweite und trotzdem noch hat er eine sehr konstante Reichweite. Also ich wollte nur persönlich sagen, dass ich das ziemlich gut finde. Ich habe definitiv schon Schlechteres gesehen und vor allem der Blaster dafür, dass er nicht elektrisch betrieben ist, trotzdem noch sehr viel Munition, sehr viel Reichweite, sehr viel Genauigkeit. Mir gefällt das schon und besonders eben auch sehr viel Munition. Dementsprechend eine absolute Empfehlung von mir, falls ihr das Geld habt, denn ich habe auch einen Link in der Beschreibung zu Amazon, guckt gerne mal vorbei und ist natürlich auch nicht allzu günstig. Für die Leute, die ein bisschen Geld sparen wollen, jetzt so am dritten Advent, die sich noch irgendwas zu Weihnachten wünschen wollen, eine Artemis ist auch ungefähr so gut, funktioniert auf das gleiche Prinzip, nur weniger Munition, weniger groß. Das ist wirklich eher für die Erwachsenen, weil man auch schön weit nach vorne greifen muss, um auch die Schulterstütze und den Pumpgriff benutzen zu können. Also wenn ihr noch ein Workout machen wollt, wenn ihr noch pumpen wollt, damit geht das auch. Also wie gesagt, einen schönen dritten Advent noch. Heute ist übrigens Samstag für mich. Ich gehe noch zum Friseur. Wird auch mal wieder nötig. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Das ist dann Weihnachten. Auf Wiedersehen. Macht's wie ich. Beiß euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao.